Moin aus der Explorer-Garage. Eine Arbeitsplatte, die nicht aus Holz ist, das ist ja immer ein Hingucker. Und wir haben uns hier mal für Schiefer entschieden in unserem Fahrzeug. Das ist tatsächlich echter Schiefer. Und damit nicht der Aufschrei jetzt gleich hier durch das YouTube-Universum hallt, wie kriegen wir das denn hin, dass die nicht so schwer ist? Wir zeigen es euch in diesem Video. Es wäre ja in der Tat verrückt, in ein Auto einen massiven Stein einzubauen. Die Arbeitsplatte, die in diesem Auto drin wäre, die würde dann um und bei 50 Kilogramm wiegen bei 2 cm Stärke. Wir haben natürlich einen anderen Weg gefunden und da hat die chemische Industrie ein bisschen nachgeholfen. Und zum Beweis, dass das hier auch wirklich dasselbe Material ist, über das wir sprechen, das ist der Spülenausschnitt aus der Arbeitsplatte des Iveco. Und hier kann ich euch mal zeigen, was wir hier verwendet haben. Das Material ist ein Steinfurnier und dieses Steinfurnier ist auf eine Glasfaserschicht aufgeklebt. Das Ganze heißt Slate Light, das ist der Hersteller, der das produziert. Und da kann man das auch ganz gut sehen, dass dieses Material ganz im Gegensatz zu Schiefer, der ja extrem spröde ist, sehr flexibel ist. Aber trotzdem, es ist echter Stein. Ich merke das auch, wenn ich hier biege, dann ist es ein bisschen wie bei Leder. Es ist hier ein bisschen weicher, hier ein bisschen fester. Man kann es auch sehen, hier ist die Steinstruktur. Also, das ist der Weg, wie wir in Fahrzeugen mit Stein arbeiten können. Es gibt noch ganz andere Oberflächen, die in dieser Art hergestellt werden. Und so kriegen wir also unsere Schieferarbeitsplatte. Wie das funktioniert, gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Wie werden wir das Ganze machen? Zuallererst werden wir die Schiefertafel jetzt hier aufkleben. Dafür nutze ich ein MS-Polymer. Der muss jetzt nicht viel Festigkeit abkönnen, weil das hier eigentlich nur um eine flächige Verklebung geht. Den werden wir dann hier mit einem Zahnspachtel aufstreichen. Und dann ist es wichtig, dass wir eine flächige Auflage haben, um das wirklich andrücken zu können. Und da wird es ein bisschen tricky, denn das ist jetzt nicht ganz eben, dieses Material. Das ist ja keine Folie, sondern hier ist der Schiefer ein bisschen dünner, da ist er ein bisschen dicker. Und dementsprechend brauche ich eine etwas elastische Unterlage, also ein bisschen Schaumstoff, um das wirklich überall gleichmäßig andrücken zu können. Und die größte Aufgabe ist tatsächlich auch zu schauen, wie passt dieser Schiefer, den ich mir ausgesucht habe, dieses Furnier dann auch ins Fahrzeug. Also wie ist das Bild, die Maserung? Also ihr könnt das sehen, hier zum Beispiel läuft was durch, hier läuft was durch. Sowas kann ich natürlich nicht einfach so aneinander stücken, sondern da muss ich ein bisschen Augenmaß haben, dass das auch gut aussieht. Aber jetzt erstmal den Kleber drauf, über Nacht aushärten lassen und dann geht es am nächsten Tag weiter. Das war der einfache Teil. Jetzt kommt der Kleber drauf. Ich lasse das mit ein bisschen Überstand drauf. Das kann man nachher auch mit der Schleifmaschine gut bündig schleifen. Drück das jetzt erstmal an und dann lege ich mir jetzt gleich eine Folie aus, drehe es um. Platte drauf, Schraubzwingen oder Gewichte. Den vorderen Umleimer, den kleben wir auch noch mit an und dann lassen wir das erstmal über Nacht aushärten. Ein neuer Tag. Wir haben das hier mal über Nacht jetzt aushärten lassen. Also ist natürlich der erste Schritt jetzt erstmal nach dem Rechten zu schauen, ob alles geklappt hat. Wenn ihr nur eine kalte Werkstatt habt, dann dauert das Ganze natürlich noch mal länger. Bei Zimmertemperatur ist das unproblematisch. So, dann schauen wir mal. So sieht's aus. Nirgendwo Luft drunter. Alles schön eben, das heißt, wir können jetzt anfangen mit der Weiterbearbeitung. Das sieht jetzt erstmal so ganz gut aus, wie es jetzt hier aus der Form kommt. Allerdings, der Schiefer ist insofern ja recht empfindlich, dass ich ihn nicht nachbearbeiten kann. Also wenn ich jetzt hier einen Kratzer reinmache, kann ich den ja nicht rausschleifen, denn wir wollen ja diese Steinoptik behalten. Und das heißt Steinoptik, es ist ja der Stein selbst. Deshalb meine Empfehlung, meine Idee, ich klebe mir das hier mit 2 Lagen Crepe ab, dass wenn ich jetzt hier die Kante gleich breche, ich
auf jeden Fall nicht irgendwie auf den Stein raufschleife und das unschön eine Kratzer gibt. Und dann breche ich jetzt als erstes hier oben die Kante. Wir haben ja die Arbeitsplatte ein bisschen überstehen lassen und hier vorne die Vorderkante beklebt. Das egalisiere ich jetzt erstmal, damit das eben hier nicht scharfkantig ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das beigeschliffen, einfach mit einem Schleifklotz und 100er Papier. Das abzukleben, das war sinnvoll, denn wenn ich hier reinschleife, das geht doch recht schnell, denn der Schiefer ist uneben. Das heißt, wir haben hier Bereiche, das ist dicker. Und wenn ich da mit dem Schleifklotz rüber arbeite, dann kann das sein, dass ich hier die Oberfläche schon anschleife. Ansonsten ist die ja sehr robust, aber ich will eben nicht diese Schleifriefen da drin haben. Das ist also jetzt eine Möglichkeit, dann einen Umleimer zu gestalten. Dann sieht das aus wirklich wie eine massive Kante. Jetzt drehen wir den Spieß um, sägen das hier nochmal plan und machen mal einen Holzumleimer dran, damit man mal sehen kann, dass es eben auch mit anderen Materialien zu kombinieren ist. Ich habe die Platte umgedreht, hier jetzt zum Sägen vorbereitet. Das reduziert einfach die Gefahr, dass wir durch das Sägeblatt was ausreißen. Und so kriegen wir also auf jeden Fall einen sauberen Schnitt an der Sichtkante hin. Auf die andere Seite werde ich jetzt nochmal einen Umleimer aus Massivholz draufkleben. Dann haben wir auch hier eine schöne Kante. Damit wir uns das nicht einsauen, decke ich das wieder hier erstmal mit ein bisschen Klebeband ab. Ich verwende jetzt hier wieder einen MS-Polymerkleber, weil wir hier einen Schaumkern haben. Wenn das eine Sperrholzunterlage ist, dann könnte man natürlich einfach auch mit Holzleim arbeiten. So, dann kommt da einfach nur der Kleber drauf und dann drücken wir die Kante da am Ende drauf. Ja, dann einfach also hier ran mit der Leiste und es braucht ja gar nicht viel Anpressdruck, einfach nur, dass sie gerade und eben dran ist. So, das Ganze lassen wir jetzt auch wieder abhärten, aushärten und dann wird das noch beigeputzt und dann ist unsere Mini-Arbeitsplatte fertig. Es ist soweit, der Kleber sollte soweit ausgehärtet sein. Also können wir hier die Schraubzwingen wieder abnehmen. Ja, so sieht es jetzt aus. Der Umleimer ist schön gerade vorne dran. Was fehlt jetzt noch? Ich muss ihn jetzt einmal bündig schleifen. Deswegen habe ich auch hier wieder das Klebeband schon dran. Und wenn das fertig ist, dann müssen wir es noch einmal ein bisschen versiegeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Belastung, je nach Geschmack, auch optisch. Und ich finde es ganz cool. Ich schleife das jetzt erstmal bündig. Und wenn ihr das Material mal verarbeitet, schickt uns doch mal ein Foto. Mich würde interessieren, auf was für Ideen ihr kommt, dieses Schiefer irgendwo zu verarbeiten. Zum Bündigschleifen, dann nehme ich jetzt einfach hier auf der kleinen Fläche einen Schleifklotz, Handschleifpapier, einmal erstmal so mit 40er Korn, um die Fläche runterzukriegen und dann mit 120er mache ich es glatt. So, ich bin soweit. Das war jetzt mit dem 120er nochmal hier ein bisschen die Kanten gebrochen und jetzt ziehe ich mal sachte das Tape ab. Und eine Sache, die ist immer ganz wichtig, wenn man gerade so mit mehr so dickschichtigem Kleber arbeitet, dass man da auch eine Farbe wählt, die im Zweifel, wenn sie rausquillt, nicht auffällig ist. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel mit weißem Kleber gearbeitet. Wenn der draußen rausquillen würde, dann würde man das deutlich sehen. Auf dieser Seite haben wir mit einem dunkelgrauen gearbeitet und der ist dann so unauffällig, dass der sich eben gut dem Material hin anpasst. Aber so sieht das fertig aus. Hier noch ein bisschen die restlichen Papierfetzen abarbeiten. Und schon haben wir Schicht und Schicht, schönes Schiefer und schönes Nussbaumholz. Ich finde es ziemlich elegant und auf jeden Fall auch so, dass es fahrzeugtauglich ist.